Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gestrandet Season 2 Trust and Betrayal mit dem Dalukat und dem Crabspawn. Hallo. Hi. Jo. Na, jetzt muss er. So. Patterns. Juhu. Grün sind wir unterwegs. Grün. Grün. Ich hab einen Zombie eingesperrt. Meine Sachen, weil die alle bei Intrigen Blau sind. Intrigen verhärten sich. Hier haben wir auf dem Server. Ah, so einige. Bleibst du? Warum hast du das geschrieben? Wen hast du das geschrieben? Sprachgewalt, weil er noch weiß ist. Da, wo er gespielt hatte, ach, war das noch nicht. Er hat noch nie gespielt, oder was? Ach so, doch, aber Mittwoch war das noch nicht. Ich krieg nicht mal die Tür für hier auf, sagt er. Also ich habe jetzt gerade was kaputtgeschlagen, das ging auch, also weg. Ich direkt konnte auch meine Gussform ganz normal gießen. So. Was fehlt noch? Ja, kann sein, dass ich gleich Lex provoziere, weil ich fliege jetzt auf direkten Weg halt wieder zurück, ne? Und das dauert noch ein ganzes Stück, bis ich da bin. Baue ich in diesem. Was für ein Schwert mache ich mir denn? Oh, ich weiß es nicht. Oh ja, das ist gut. Was wo craftest du denn gerade? Also, was für Schwerter hast du denn vor zu craften? Also, ich will entweder ein Cleaver, ein, dann überlege ich entweder Rapier oder ein Longsword. Nee, doch ein Rapier. Warst oder Longsword. Warst du auch im Grünhaus? Ja, natürlich, klar. Da war ich ja noch beim letzten Mal. Was hat er gefragt? Oder ein Cutlass. Aber Cutlass, dafür muss ich noch was Spezielles finden. Wie gehen Carpenters Türen auf? Hä? Mit Rechtsklick. Nimm mal das, was du hast, aus der Hand. Hat er mich nicht gefragt, das steht im Chat. Die blanke Hand. Ja, weil die Tinkers Construct Tools haben Probleme, die Carpenters Doors aufzukriegen. Wenn man davon was in der Hand hat, geht es manchmal nicht. Ich bin bescheuert. Auch im Vanilla. Mhm. Nur diese Falltüren, ne? Das war's, ja. Denke mal, ja. Narf, Marv. Narf, ja? Den Anfang? Was nehme ich denn Anfang? Mich? Shio, kannst du mir vielleicht so einen Hammer und eine Axt aus besserem Material als Stein bauen? Ja, wenn du mir das Material dafür gibst. Was brauchst du? Achso, ich brauche erstmal eine Toolforge. Moment, ich muss mir eben ein paar Blöcke gießen. Was das Material, was du halt haben möchtest. Okay, wie weit kann ich denn höchstens gehen? Also du kannst das Höchste, was wir momentan machen könnten, wenn du noch nicht im Nether warst oder keine Lust hast, in Nether Farm zu gehen. Dann, also, das Höchste, was es gibt, ist Manilium. Das Höchste, was man so haben, was wir gerade alle so haben könnten? Ist Alumite. Das ist aus Eisen, Aluminium und Obsidian. Also Eisen, Aluminium und wie viel brauchst du also für die Werkzeuge? Ich muss gerade gucken. Was wolltest du genau haben? Ein Hammer, ne? Hammer und, Hauptsache irgendein, die brauchen ja alle dasselbe, ne? Nee, der Hammer, der braucht 26 Ingots. Insgesamt. Okay, also, dann sag mir die Aufteilung. Dann hol ich alles. Also, Moment, ich mach mal Schmiede, ja. Also, der Hammer braucht, wie gesagt, 26. Und, Moment, ich muss mal kurz in mein Buch gucken, wie viel ich denn von was brauche. Was habe ich nämlich nicht im Kopf? Im Buch hier? Nein, da muss ich mir eben eins machen, Moment. Mal mit dem Hammer? Erzähl, Krabs. Ich hab alle Sachen, in dem blauen Haus. Ach, ich bin noch gar nicht. Noch gar nicht grün. Gefleckt. Ich hab kein Buch. Ah. Kann man noch kein Leder machen.
Kopfgeldjäger machen? Mit dem Hammer kann ich dann aber auch in so eine Schlucht fliegen und einfach alle Erze direkt wegkloppen, oder? Mit dem Hammer, das kannst du ein 3x3-Loch ausheben. Ja, ja, aber die, dass die Erze auch abfallen, die sie auch bekommen. Natürlich. Weil natürlich. Das funktioniert, mit meinem Steinhammer geht das nämlich nicht. Nee. Obwohl, ich habe einen Steinhammer mit Diamant drauf, ich kann bis Obsidian abbauen. Ja, du meinst das Ding in der Mitte, das wird abgebaut. Was wolltest du wissen, Krabs? Ich will jetzt wissen, ich bin für eine Regeländerung. Ja, ja, was denn? Keine 1x1 Blöcke. Ja, das wird eh abgebaut. Das, Alter, ich ist das hässlich. Also, dass die Treppe wegkommt. Mindestens. Gehört ja nicht zum Haus. Also ist auch keine Verbindung. Ist einfach random. Ja. So, hast du dich in dein Team Grün geflattert? Ja. Bist du das hier? Ich glaub schon. Wir sind hier, Achtung, Wolke. Ich bin hier drin. So. Nein, ich bin in der Wolke. Ich bin in der Wolke. Du ausgefallen. Oh Mann, oh Mann. Hier, das ist Shigo's Hall. Da dürfen wir jetzt rein, ey. Ich breche jetzt einfach ein. Wo ist die denn? Hier, aber. Jupp. Ich bin da hinten was aufgemacht. Wieso? Das ist doch gar kein Schild. Ja, ja, ich weiß. Oh, ach da. Das hat er zugemacht. Die Pokémon-Trainerin. Ja. Ob ich da wohl reinpasse? So, weil ich brauche noch mehr Eisen. Shigo, pass auf hinter dir. Du, pass mal auf. Natzelkraft? Ja, also. ich hab ihn gekillt. Der Nächste. Guten Tag. Hallo, ich bin auch was Dickes. Bin das. Also, da dürfen wir nicht rein, aber ich guck mal rein. Da hinten brennt Lava. Ist das eine Lavalampe? Nein, das ist mein Tank mit Lava drin. Ja. Gut schützen hier. Wow. Mit Ohrenschützer, nein, wie süß. Guck mal hinter dir. Oh Mann, was hab ich denn hier im Angebot? Mit Ohrenschützern, weil das immer so laut im Nässer. Ich hab eine Spitzhacke, nimm die raus. Ich hab leider nur sowas. Sehr gut. Oh Mann, ey. Warte. Was verwandelt er sich? Achso, das wollte ich auch gerade. Ein wie hieß denn hier noch gleich? Illusion oder so? Phantom, genau. Dann dachte ich, ich hab das coolste von allen. Du stinkst, haha. Yeah, ein Rooster. Mit Ohrenschützer. Ja. Ich hab einen Ash Ketchum Hut, genau. Cap. Reaper. Ja, nur langweiligen Scheiß. Versteck mich mal in deinem Haus. Voll ist ja voll die Kleine. Tu dir nicht weh. Hallo! Gold! Ja, wir sind gerade mal wieder extrem produktiv, kann das sein? Ja, ja, du wolltest immer noch sagen, wie viel du brauchst. Ja, ich muss erstmal eine Forge bauen. Bring mir drei Eisenerze, los. Bring mir drei Eisenerze, die brauche ich. Das war's? Erstmal. Wenn ich den Rest ja nicht bezahlen kann, dann brauche ich ja dir jetzt auch noch nichts bringen. So, also du willst einen Hammer haben. Oh oh. Und was noch? Dann muss ich mir nämlich aufschreiben hier. Wo ist ein Stift? Stift? Deine Cappy ist zu groß für deinen Kopf. Nur um das mal zu sagen, die guckt hinten raus. Also ein Hammer, also 26. Und eine Spitzhacke. Oder was noch? Was? Das ist so blöd, ich kann hier nicht mal weiter. Hammer. Mit dem Hammer, der ist doch besser als die Spitzhacke, oder nicht? Damit ja, aber mit dem Hammer kannst du nur 3x3 abbauen. Nicht 1x1. Ja, das heißt, aber eine Spitzhacke habe ich ja. Achso. Okay, gut. Also nur Hammer. Gut, dann brauche ich 26 von. Moment, ja, ich muss ja eben. Hast du ein Buch? Nein. Hast du ein Leder? Ich bedrohe dich jetzt mit meiner Pistole. Oh Mann. Geht man nicht. Ich brauche ein. Die Hände hoch. Ah, ich hab nicht mal einen String. Guck mal, so eine Gangster-Knarre. Ja. Oh Mann. Da ist sogar noch ein Schuss drin, also pass auf, Mädchen. Die ist geladen. Oh Mann. Hast du zwei Strings? Ich würde gerne wissen, wie viel Schaden die macht. Ich kann gerne einen holen. Papier vielleicht auch? Nein, das habe ich da alles nicht mit. Mann! Warum nicht? Mann! Ey, baller mir keine Löcher in die Decke, ja, das machst du wieder heile. Jetzt ist sie alle. Oh, ein Stick für mich, danke schön. Hallo. Oh Mann. Kannst du mir mal eine Liste fertig machen auf dem Buch oder so, was du da alles brauchst? So eine Einkaufsliste?
Warte mal, ich google jetzt mal eben ganz schnell, wie viel ich für Alumite brauche, weil ich kann es irgendwie gar nicht. Der Helm guckt gar nicht, der ist auf deinem Kopf und nicht über deinen Augen. Ja, ich weiß. Alumite. Hallo. Also ich brauche 522, das ist 20 Aluminium-Ingots. Eine Hose an, sag mal. Ja. Dann 8 Eisen-Ingots und 4 Obsidian-Blöcke. Hey, du hast gar keine Hose an. Dann bleib ich rein. Du hast keine Hose an. Hast du davon irgendwas, was du mir vorstrecken könntest? Nö. Ich brauche noch 3 Eisenerze, um... Oh Gott, ertrink dich bitte nicht, damit ich meine Pforte bauen kann. Ich hab's ausgetrunken. Das ist nicht gesund. Diese Hüte sind echt bescheuert, ne? Ja. Oh, man kann da voll schön mitspielen, das ist cool. Hauptsache, du hast Spaß, das ist die Hauptsache. Jetzt mach, blödes Ding. So, wo gehe ich jetzt hin? Was mache ich jetzt? Sorg mir 3 Eisenerze los. 2 Eisenerz habe ich sogar dabei. Bei Eisen, hier die 3. Barren reichen, ja? Hm? Erz? Brauchst du Erz oder Barren? Erz, Erz bitte. Erz habe ich nicht, kann nur die Barren geben. Dann brauche ich aber 6 Barren. Na. Habe ich noch einen. Oh, Chester, pfui. Hat deine Tour. Aus. Ich sehe nur die Kiste hinter dir so. Ja. Die macht sogar ab und zu om nom nom. Ja, ich weiß, das kenne ich. Ich habe 3 das Stück ist davon. So schön. Ja, die sind echt und ich, leider kann ich nicht eine benutzen. Oh. Weil die alle in falschen... Shigo, hast du einen Timer mitlaufen? Ja, habe ich. Wunderbar. Voll professionell und so. Ja, mein Audacity ist mein Timer quasi. Was mache ich denn jetzt? Jo. Els, was tust du? Na, ich gehe Erze sammeln, wenn ich als Grün unterwegs bin, damit ich als Blau mehr machen kann. Also ich farme. Supi, so, was, hab ich noch Dingens? Oh Gott. Damn. Nicht mehr. Ich hab ein verzaubertes Buch. Jawohl. Tag 1. Ja. Ah, du kannst mir das sicher sagen, weil du dich ja Messer noch aus noch mehr auskennst. Was überhaupt kann man aus Quantum Dust machen? Quantum Dust? Also, ja, dafür müsste man sich mit Q-Craft auskennen. Halt, Q-Craft ist ein Mod. Genau. Q-Craft ist ein Mod, der irgendwie 4 Blöcke beinhaltet oder so. Ja, ja, und mit diesen Blöcken kannst du extrem viel machen. Echt? Q-Craft ist quasi, ja, Quantum, wie schon sagt. Uah, Hilfe, Fliege! Die war groß. Ja, damit kannst du Quantenphysik in Minecraft quasi. Und zwar kannst du damit einem Block viele verschiedene Aussehensmöglichkeiten geben, je nachdem, wie du drauf guckst. Dazu ist dieses Ohr gut. Weißt du, kannst einen Block hinstellen, wenn du von Norden drauf guckst, ist es Sand, wenn du von Süden drauf guckst, ist es zum Beispiel nichts oder Stein oder Obsidian oder was auch immer. Bei nichts ist es unsichtbar? Ja. Und es nimmt auch immer die Eigenschaften an, die es haben würde. Kann man das einstellen, dass es immer unsichtbar ist? Ja, aber dann bringt es ja auch nichts, weil, ne? Siehst du es nicht, oder was meinst du? Genau, dann ist es ja nicht mehr da, quasi. Ach so, ja, aber, du ja, aber wenn du dahinter bist, wenn du dahinter stehst... Nee, nee, der Block kriegt immer die Eigenschaft von dem, was es ist. Das heißt, wenn ein Block nichts ist, dann ist es auch nichts. Also keine Barriere, kein gar nichts. Das heißt, wenn man aus einem bestimmten Winkel, wenn ich mein Haus aus diesem Stein mache und von innen ist es Holz und von oben ist es nichts, kann ich von oben in mein Haus reingehen? Ja, aber du musst auch dann... Das musst du andersrum machen, Dalu.
Du musst das machen. So von außen ist es Stein und von innen ist es nichts. Das heißt, von außen musst du durch die Tür gehen, aber von innen kannst du jederzeit überall rauslaufen. Ja, sowas zum Beispiel. Ja. Das geht, ja. Mhm. Das Wobei, ja, du musst immer bedenken, ne, dass wenn du von einer Richtung guckst, du... Also wenn du zum Beispiel von innen nach oben dann zu dem Block hinguckst, wird er durchsichtig, aber du kannst dann, musst dann natürlich in eine andere Richtung fliegen, um ihn wieder fest zu machen. Weil wenn du dann im Haus bist, noch was machen willst, außerdem nach oben guckst und dann der Block plötzlich, ne, weggeht, ist er dann weg. Dann musst du erst wieder rausgehen, um ihn wieder festzumachen, falls dir irgendjemand entgegenkommt und dich umbringen will oder so. Ja. Weil Haus offen, ne, ist ja doof. Nee, das ist dann doch nicht toll. Ist halt gut, um Fallen zu bauen, ganz einfach. Ja. Es gibt noch andere. Ja, du kannst ja mitten in die Falle reinlatschen, weißt du? Und auf einmal Block. Ja, ja. Oder Sachen verstecken. Also es gibt wirklich tausend Möglichkeiten. Du hast auch noch andere Block-Varianten davon, womit ich mich gar nicht so auskenne, weil ich das noch nie gebraucht habe. Weil ich noch nie PvP damit irgendwie gespielt habe. Die auch farmen jetzt. Wo gehst du farmen, Dalu? Wie viele Roten sind noch drauf? Zwei. Und zwei blaue, also vier. Vier Gegner. Wer dem ist und Marv können sogar angreifen. Die anderen aber nicht. Die sind ganz unten, also Level 1. So, jetzt aber, meine Güte. Ach, genau. Das Trollface, jawohl. Ich hab das Trollface als Huf. Ach, ich habe heute Singleplayer, original einen Hut gesehen mit einer. Als. Eine Headcrab. Warum setzt du einen Headcrab im Gesicht oder auf dem Kopf? Ja, sowas ist auch mal gut. Man muss nur halt Glück haben, dass man hier rumläuft. Weil es ist ja total random. Ich glaube, es gibt nicht das. Ich glaube, es ist nicht so, dass es manche Hüte nur an bestimmten Orten gibt. Nee, nee. Ist einfach irgendwo drauf gepatscht. Genau. Wo ist mein Loch? Wo ist mein Loch? Da ist mein Loch. Kein Kommentar. Klingt so falsch. Das ist halt klingt so falsch. Was suchst du? Ich suche meine Haustür. Soll ich mitbekommen, was suchst du? Mein Hintertürchen suche ich. Schlimm mit euch. Das ist auch so falsch. Ich weiß. So, da habe ich mein Zeug. Jetzt kann ich endlich. Juhu. Und so. Schnee und Packeis. Braucht jemand Packeis? Nein, danke, gerade nicht. So warm ist es jetzt auch nicht. Kann man damit irgendwas Besonderes machen mit Packeis? Das sieht echt cool aus. Also im, ich finde, das ist echt ein cooler Block. Werfer? Monster Spawner Witch. Den bauen wir ab. Kann ich einen Werfer wohl ganz normal abbauen? Ein was? Werfer. Ja, ich habe einen Werfer. Sensor. Okay. Ach so, wie aktiviert man den? Redstone-Signal. Wofür haben die Hexen den genutzt? Ja. Yeah. Foxy am besten. Weil da war nämlich kein Redstone dran. Dann war er wahrscheinlich Deko. Auch Hexen mögen es schön. Hexen halt. Ja. Musst du nicht verstehen, machen die nur Blödsinn. Apropos Hexen. Hier so eine Berg. Willst du so einen Hexenmod machen oder was? Ja, ja. Erstmal einen Ofen bauen. Hier, ich hab diesen scheiß Schädel irgendwo bei mir in der Nähe. Die will ich nicht haben. Ich verhungere. Geil. Wo ist mein Essen? Das Problem hatte ich auch. Wo ist mein Fleisch? Pack einfach Essen weg. Oh Gott, wo sind jetzt Tiere? Schweine oder so? Oder wenigstens Zombies. Ja, du wärst voll das gute Opfer. Ja, ne? Warte, das Team killt immer noch strafbar, sind auch im Grünen. Egal, ich muss einfach hier oben fliegend wieder zurück in die Base. Einen halben Block behalte ich ja. Ob ich ihm Amboss auf den Kopf fallen lassen kann? Bestimmt. Wo war aus Versehen? Mhm. Ich hätte nicht getötet, steht nicht im Chat. Gemein. Schweine, da sind sie mal. Kommt, kommt. Oh. Tatsächlich, hier ist eine Höhle. Ich bin in eine Höhle reingeflogen. Oh mein Gott.
Einfach in eine Höhle. Wie kannst du sowas tun? War hier schon die ganze Zeit am Abbauen. Jetzt sehe ich, hier steht ein Ofen, eine Workbench und zwei Kisten. Wenn du in die Höhle reingeflogen bist, kannst du natürlich nichts machen. Also wenn... War ja wahrscheinlich dann von der Seite offen, oder nicht? Ja klar, die wäre ja logisch. Das ist, halt, das ist halt kein Haus. Es ist einfach mittendrin eine Kiste, die hier steht. Ja, dann kannst du nichts dran machen. Kann ich den gebrauchen? Ist außerhalb des Safe Zone auch, ne? Ja. Oder ich bin in so ein Zwischenlager. Ups. Ja, doch, müsste außerhalb sein. Kann ich jetzt auf der Map gar nicht so genau sehen. Ich lasse es trotzdem mal hier voll. Ansonsten drück F3. Ist irgendwas Wichtiges drin? Drück F3. Wenn nicht mehr bei unten vorletzte Zeile bei B Crack steht, dann ist es nicht mehr die Safe Zone. Ja, das Biom ist die ganze. Nur nichts so aus. Minz schneller. Gibt dann wieder nur Diskussionen, weißt du? Ne, wieso? War ja, wie Shigus gesagt hat, war es ja richtig. Ja. Wenn das Biom nicht mehr dasselbe ist, dann ist da auch nichts zu diskutieren. Ansonsten hast du F3 immer noch als dein Freund und dein Alibi quasi. Wenn es auf Band ist, dann ist es legitim. Hier sind drei Schweine, die einen anderen Hut aufhaben und sie unter... Was ist hier los? Ist das eine Schweineparty? So, jetzt endlich. Hoffentlich. Matches Ofen. Lalalala. Oh, hab ich mich erschrocken, ey. Alter, diese kleinen Spinnen, die gehen ja richtig ab. Absolut, die sind richtig übel. Ach, Quarz gibt's nur im Nether, ne? Nether Quarz. Aus Marble nicht auch irgendwie was Schönes machen? Ja. So halt was ich brauche was Blankes, was Weißes, Blankes. Kannst du dir entweder, du kannst Marble, glaube ich, meine ich nochmal brennen und wenn nicht, dann nimm den Schissel, dann mach den blanken Marble. Ja, genau. Das, ja, du kannst ja den Marble nur bearbeiten, wenn der schon gebrannt ist. Achso, okay. Irgendwas ist explodiert, direkt bei mir in der Nähe. Ich hoffe, das wird wieder ausgebaut. Achso, Mann. Ach Gott sei Dank, ich hab den Schissel. Schisselmannissel hab ich mit. Ich hab willst auch immer Schisselmannissel sagen, wenn ja. Das ist schlimm. So, oh, Toolforge, endlich. Aber der Toolforge ist doch jetzt einfach nur dieser Eisentisch, oder nicht? Ja. Wo du die Werkzeuge mitmachen kannst. Ja. Den hattest du vorher noch nicht? Nö, wann hab ich den gemacht? Ich hatte doch gerade letzte Folge, wo ich hier drauf war, erstmal den Ofen gemacht. Den ich ja brauche, um meine Eisenblöcke zu gießen, die ich dafür brauche, um den Tisch zu machen. Die Eisenblöcke kannst du ja auch so machen. Ja, aber wenn dann richtig, ne? Ganz oder gar nicht, mein Freund. Mit Stil. Stil kann man nur haben, wenn es jemand sieht. Wenn es in deiner Hexenkammer ist, sieht's keiner und somit hat's auch keinen Stil. Ach ja, meine Zuschauer sehen's schon. Ja, genau. Auch, eigentlich mache ich das immer alles nur für meine Zuschauer. Nur ist scheißegal, was der Rest denkt. Richtig. So, wie schaut's hier aus? Hier schaut's ganz gut aus. Zack. Aber meine Zuschauer wacken ja auch. Die sowieso. Hast du was? Nö, du hast nichts. Nein, Quatsch. Versaut. So? Ich brauch Quarz. Verdammte Scheiße. Nether ist hier gefährlich. Aber jetzt gerade nicht. Kein starker Roter drauf. Ach, und mit dem Hammer geht's ja noch schneller. Ja, dafür brauche ich erst den richtigen Hammer, aber Shigo will mir den nicht. Ich hab ja. Besorg mir mein Eisen, Zeug, dann baue ich ihn hier. Du hast mir nicht genau. Du hast mir keine genaue Einkaufsliste. Ja, das du hast mir mit fertigen Dingen. Wie viele Eisenerze brauche ich? Moment, mal kurz. Ja, vier Eisenerze. Vier Eisenerze nur, ja. Für den Hammer. Viermal Erz. Ja. Und, jetzt kommt's, 10 Aluminiumerze und 4 obsidianen Blöcke. Ja, dann brauche ich nur das Obsidian, dann können wir das jetzt noch machen. Wie viel Zeit haben wir noch? Nicht mehr so viel noch. Um die 6, 4, wir nehmen ja, sagen wir mal 5 Minuten. Mehr auf, aber eine machst du ja noch mit, ne? Ja. Ja. Ich werde dir jetzt auch nur die Eisenerze, 4 Eisenerze, ich weiß ja nicht, was du da raus machen willst, aber das machen wir. Okay.
Ach, Eisen. Ach, ich bin so dumm. Eisenerz habe ich noch 15, 13 dabei. Geben können. Naja, egal. Zu spät. So, jetzt brauche ich Setzlinge. Setzlinge, Setzlinge. Das ist ein bisschen mau. Aber nach der Dings ist keine Falle mehr, ne? Oder? Nein, ist auch verboten. Das ist jetzt eine Safe Zone um das Nether-Portal. Wenn du reingehst, siehst du, was ich meine. Mal alle wichtigen Sachen hier. Huch! Oh, Chessa, schreck mich doch nicht so, doofes Vieh. Irgendwie das Kistending macht auch ab und zu ganz komische Geräusche. Du sagst bei 28 circa Bescheid, Shigo? Eine Echse. Eine Echse? Ja, eine französische Hexe. Die sprechen das Haar ja nicht mit. Aber gefährlich, wenn ich aus meinem Grünhaus rausfliege, bin ich nicht mehr in der Safe Zone. Oh Mann. Ja, gut zu wissen. Ja, kannst du mal probieren. Denk dran, ich merke mir alles. Ich mir auch. Gottchen. Ach ja? Jetzt dir meine Kiste auf den Hals. Die beißt dich. Ja, ich dir dann irgendwann meine Drachen. Ach ja, meine Drachen. Oh, Sprachgewalt ist hier. Alter, ich dachte jetzt, ich sterbe. Hier ist Sprachgewalt. Ach nee, der ist Level 1, ganz, ne? Low, ja. Der ist alleine auf, oder? Der noch Welpenschutz? Wahrscheinlich, ja? Ja, ne. Alter. Da ist aber eine Fledermaus bei ihm bei. Ich weiß nicht, wer das ist. Liscario, auch Level 1. Echt? Ja, aber die dürfen mich ja angreifen. Theoretisch, ja. Sag denn ja nicht, dass sie mich angreifen sollen. Ich habe ein halbes Herz und habe kein Essen. Also ich komme Amboss, so gut ich brauche einen wie, ich komme so gut wie tot zurück in die Stadt. Greif hier nichts mehr an. Shigo, hast du was zu essen? Ich will sagen, ja, habe ich. Legst mir was dahin. Ja. Mit Sicherheitsabstand zu dir. Komm doch her. Wieso mit Sicherheitsabstand? Das ist Angst vor dir? Die will mich töten. Warum? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Kobalterz kann ich doch gar nicht abbauen mit dir, ne? Nein. Und wie sieht's aus mit dem Hammer? Der ist hier Rainforest 1. Blablabla. Musst du in die Schmiede gucken, was der für ein Abbaulevel hat. Nee, nee. Wenn es nur Diamant ist, dann immer noch nicht. Also ist Reinforced, schlechter vermutlich. Reinforced bedeutet nur, dass es länger haltbar ist. Boah, hier ist auch so eine, hier ist noch so eine Dingsmütze. Hallo, ich hab dir eine Kiste vor die Tür gestellt mit was zu essen drin. Bei mir oder bei dir? Bei mir. Genau, willst du das von mir? Ich geh noch zu dir, um es dir zu bringen. Ja, ich glaube, takt. Ja, wohl das Mindeste. Oh. Glaub, es hackt, Alu. Mal klar. Diva Alu. So, hab ich Dirt? Oh, ach, Dirt. Verdammt. Bist du ein bisschen weg? Ich werde gleich hier bestimmt erschlagen. Ich flieg erstmal ganz weit weg. Wie so ein Staubsauger, die Kiste. Das ist der Wahnsinn. Ey, nicht wegbacken. Nicht wegbacken. Zack. So, sind wir zeitlich drüber? Wir sind zeitlich vollkommen gerade perfekt fertig und so. Dann moderieren Sie ab. Dann moderiere ich ab. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.